Es gibt Orte auf dieser Welt, die sind einfach magischer als andere. Ja, zum Beispiel jene, an denen leuchtende Grün- und Gelbtöne uns in ihren Bann ziehen, wo uns das Rauschen des Blätterdachs im Wind begleitet und wir bei jedem Schritt das weiche Moos und die kleinen zerbrechlichen Äste unter unseren Füßen spüren. Im Wald kann die Zeit stehen bleiben, jeglicher Stress von uns abfallen und alles auf dem Weg auf der Welt in nur wenigen Augenblicken in bester Ordnung sein. Im September wollen wir mit dir in die faszinierende Magie des Waldes eintauchen. Deine Feel the Forest Box steckt dafür voller natürlichen Materialien, charakteristischer Düfte aus der Natur und mystische Erlebnisse, die dir den Wald zum Greifen nahe erscheinen lassen. Freue dich auf deine nachhaltige Waldbaden-Erfahrung und entdecke die Schönheit der Natur mit all deinen Sinnen. Hier liegen lauter so Äste rum. Hier steht kuschel.de. Mal gucken, was das ist. Face Toro. Ah, ich glaube, so Gesichtstoro. Jetzt gucken wir gleich mal rein. Ah, doch, jetzt. Oh, sogar noch die richtige Farbe, als wenn sie es wussten. Gesichtshandtuch von Kuschel wird deine Wangenbaumerfahrung zu einem einmaligen, kuschelweichen Erlebnis. Das praktische Handtuch besteht aus 70% Bio-Baumwolle und 30% Holzfasern. Doch das ist nicht alles in puncto Nachhaltigkeit, denn die Marke pflanzt pro Handtuch 2 Bäume und gleicht außerdem dem gesamten Frischwasser und CO2-Haushalt der Produktion aus. Da kuscheln wir uns doch gerne an. Kuschel. 9 Euro kostet das. Aber ich finde das mega schön. Und ich mag auch den Gedanken daran, dass das irgendwie aus Holz hergestellt ist. Und das ist echt flauschig.
mit dem praktischen Faszienball von Sapura kannst du bei Schmerzen im Muskel und hartnäckigen Verspannungen nun selbsthandelt anlegen. Der Ball aus Naturkork ist dabei angenehm in der Anwendung und dafür für Anfänger wie für Profis geeignet. Nachhaltigkeitspunkte gibt es natürlich fürs Material, denn für den Kork wird lediglich die Rinde der Korkeiche geerntet und verarbeitet, sodass der Baum an sich nicht gefällt werden muss. Und der Ball kostet 11,90 €. Das ist ja eine mega coole Idee, das habe ich ja noch nie gesehen. Vielleicht können wir den auch mal in einem anderen Video benutzen. Ich hoffe, was ich gut finde, weil so gesalzen. Ja, okay, bei Nüssen geht's noch. Geröstete Nussvielfalt. Appetit auf Natur. Hey, Roasted Nut Lover. Wer sich nicht entscheiden kann, welche nussige Röstnote sein Liebling ist, hat mit unserer Nussvielfalt die richtige Wahl getroffen. Knackige Mandeln, wilde Cashews, die beliebten Erdnusskerne und als Highlight herben
Immerhin recycelbaren Flaschen. Jetzt gucken wir mal, was der kostet. Ein bisschen Tipping vielleicht. Und zwar der Saft, der kostet... Ah, hier. 1,99 Euro. Einen fruchtigen Bio-Saft genießen und dabei gleichzeitig ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung. Mit Flossom ist nichts leichter als das, denn für ihre Säfte verwendet die nachhaltige Marke nur Früchte, die aufgrund von ästhetischen Mängeln im Müll gelandet wären. Mit dem Apfel-Superberry-Saft rettest du zum Beispiel 2,5 Äpfel und 45 Superbeeren. Ein Herz, dein Herz für deformierte Früchte. Kostet 1,99 €. Sport und
jetzt auch noch mit Propolis gegeben. Keine Ahnung, was das ist. Die kostet 10 Euro. Und das sind 30 Milliliter. Die Pflegende und der Eigenschaften der Schätze vom Wald und Wiesen waren schon unseren Großeltern bekannt. Die österreichische Naturkosmetikfirma Alpinene setzt bei ihren Produkten auf die Kraft altbekannter Kräuter und Zutaten in ihrer Trendbox. In deiner Trendbox findest du eines von drei mit Liebe und Hand gemachten
All you need is love. Oh, das ist ja cool. Das ist ja wirklich cool. Das Theo-Buch. Also, das Buch kostet 7 Euro. 7 Euro. Okay, jetzt machen wir weiter. Dieses Speisen immer wieder.